Das ist unsere neue Viking-Kabine, die wir jetzt praktisch, ja, weil viele nachfragen mit Badezimmer, wie sieht es da aus, ne, noch ein bisschen mehr autark sein, noch ein bisschen länger unterwegs sein. Daraufhin haben wir unsere große Viking-Kabine entwickelt. Hier für alle Doppelkabinen-Pickups. Wir werden sie jetzt aber auch dieses Jahr für 1,5 Kabinen auf den Markt bringen, sodass wir da gewappnet sind. Und gewichtstechnisch darf jeder am Markt befindliche Pickup, ob es Hilux, Navara, Ranger. Also wir haben da ein Gewicht von ca. 550 Kilo, sodass beim Auto noch nicht mal zwingend eine Auflastung notwendig ist. Ja. Wenn man jetzt aber richtig reisefertig und mal lange was fordert und alles vollpackt, empfehlen wir immer ein Luftfahrwerk und eine Auflastung auf 3,5 Tonnen, dass man noch mal so 300 Kilo extra mitführen kann. Dann, ne? Vom Aufbau her selber bauen wir unsere Kabinen schon lange komplett holzlos. Also da ist nichts in den Wänden drin, was irgendwie quillen oder Wasser ziehen kann. Außenrum haben wir immer einen stabilen Aluminiumrahmen, den wir mit einer Ladeflächenbeschichtung gegen Kratzen und sonstige Einflüsse schützen und damit einen ziemlich stabilen Aufbau. Auch im Winter? Auch im Winter, auch mit der integrierten Dieselheizung von 6 kW haben wir da drin, mullig warm, egal ob es draußen mit minus 30 Grad zieht oder auch im Sommer bei plus 30 Grad ist es da drin angenehm kühl. Durch unseren Sandwich-Aufbau haben wir da eben eine froststellenfreie freie Kabine. Ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, ja, entwickelt haben wir sie auch mit dem Auf- und Absetzen. Wir haben sie so entwickelt, dass am Auto praktisch die Heckklappe dran sein kann. Viele haben das immer bemängelt, wenn die Heckklappe abgebaut werden muss und weil da oft die Rückfahrkamera drin ist, hat man immer viele technische Probleme, die wir hier einfach nicht haben, weil wir die Kabine auf den Original-Pickup machen. Maximal bauen wir neue Ösen mit auf die Ladefläche, damit wir noch eine bessere Steifigkeit und Stabilität hinkriegen. Aber ansonsten ist dann das Fahrzeug so an sich alltagstauglich und innerhalb von einer Viertelstunde zum Camper umgebaut. Ne? Ja, also hier bei dem Pickup speziell haben wir hier unten auf der Ladefläche Ösen angebracht, die mit dem Rahmen verbunden sind. Und an der Kabine haben wir Fixierösen, die praktisch mit Zurgurten sind. Bei Zurgurten haben wir die Erfahrung gemacht, dass die einfach ein bisschen mitarbeiten, ein bisschen nachgeben, anstatt Spannschlösser. Daher empfehlen wir oder liefern normalerweise immer Zurgurte mit. Dann haben wir hier außen unsere entwickelte Aufnahme für die Stützen. Und die könnte man im Fahrzeug mitführen? Genau. Falls also man löst, man kann von innen Klappen lösen, eröffnen, dann löst man die 4 Gurte. Haben wir hinten noch 2 Gurte, um die Heckklappe hochzuziehen, weil wir bei unserer großen Kabine die Heckklappe dran lassen können und das Auto so im Serienbetrieb bleibt. Mit diesen Gurten wird dann die Klappe unter die Kabine gehoben, sodass das Scharnier entlastet wird und das Auto nicht leidet. Das ist so der Hintergrund oder der Hintergedanke, den wir dann von Anfang an damit verfolgt haben und ganz gut gelöst wurde jetzt. Und dann haben wir in diesen Aufnahmen die Kurbelstützen, die wir meistens im Auto hinten mitbringen. Da haben wir unsere Aufnahmen für entwickelt, die sich dann praktisch hier in die Aufnahmen reinklinken lassen. Man hat hier so einen kleinen Sicherungsstift, klickt hier ein, fertig. Jetzt haben wir eine Kurbelstütze oder eine Aufnahme für einen Akkuschrauber, fährt die Kurbel ein bisschen hoch, sodass sich die Kabine von der Ladefläche abhebt. Die Gurte haben wir vorher gelöst und dann fährt man mit dem Auto raus und ist wieder frei. Könnte man denn auch übernachten, wenn das... Also wir empfehlen, wir können sie wieder runterlassen. Man kann sie eben bis zu diesem Maß über dem Fußboden lassen. Ja. Die Kabine ist so konstruiert, dass auch dann da drinnen gegangen werden kann. Wir empfehlen aber, was unterzulegen, weil es in den Stützen eben ein bisschen Bewegung gibt, dass man nicht seekrank wird, wenn man da drin schläft. Okay, aber man hört ja schon raus, dass der Auf- und Abbau ja, also wenn man geübt ist, also wir machen es in einer Viertelstunde, 20 Minuten, sag ich, wenn man dann weiß nachher, wo die Punkte sind und so, das geht dann ratzfatz. Ja. Die ersten paar Male ist es immer ein bisschen Übungssache. Die ersten Male machen wir es auch mit den Kunden zusammen hier. Gucken, zeigen, probieren einmal alles, erklären alles. Ja, und dann, wenn man dann zu Hause angekommen ist, probiert man es selber, hat hier und da nochmal eine Frage, dann kommt manchmal noch ein Anruf. Mhm. Aber dann läuft das eigentlich. Dann flutscht das. Genau. So haben wir das entwickelt. Ja, ansonsten haben wir hier auf der Rückwand haben wir unsere Eingangsleiter fixiert. Einfach aus dem Grund, weil hier hinten ein bisschen weniger Dreck als wie an der Seite ist und wir natürlich bei einer Außenbreite von 1,80 keine Spiegelverbreiterung brauchen und das auch so behalten wollen. Das ist so der Hintergedanke, warum wir alles an die Rückwand bringen. Dann haben wir oft noch eine Rückfahrkamera, weil die Serienrückfahrkamera, auch wenn sie unten am Nummernschild ist, bei einigen Fabrikaten nicht mehr wirklich... Genau, bei unserem Hilux, wenn die Klappe runter ist, sehen wir nur den Fußboden so. Oder den Boden. Also da, so ist es hier genau. Auch. Und dann haben wir eine Rückfahrkamera, die praktisch mit einem Funkbildschirm vorne einfach bei uns über den Spiegel gehängt wird.
einen Zigarettenanzünder, sodass man auch da flexibel ist. Oder nachts, wenn man da mal irgendwo schläft, kann man den Bildschirm auch in die Kabine reinnehmen. Dann kann man auch nachts mal in den Bildschirm nach hinten gucken, falls da komische Geräusche auftauchen. Das ist so, ja. Ansonsten haben wir die Verbindung Strom zum Anhänger. Also die Anhängerkupplung benutzen wir, damit wir dann die Rücklichter und die Nummernschildbeleuchtung mit Strom oder mit den Signalen versorgen. Und optional eben, je nachdem wie man es möchte, haben wir hier auch noch eine direkte Verbindung zum Fahrzeug, sodass wir die Fahrzeugbatterie oder eben die Kabinenbatterie mit der Lichtmaschine oder Solaranlage gegenseitig mitladen. Das heißt, wenn der Strom von der 100 Ampere Lithiumbatterie mal ein bisschen zu wenig wird, keine Sonne da ist, fährt man ein Stückchen weiter, dann ist die Batterie wieder voll. Auch da haben wir einen Ladebooster verbaut, sodass man da ordentlich Leistung kriegt. Dann haben wir hier noch unseren Einfüllstutzen für die Dieselheizung. Da ist ein integrierter Dieseltank, sodass wir dann von hier außen das Auto und auch die Heizung mal befüllen können. Und in so einem Fahrzeug ist eine Dieselheizung sehr wichtig. Wir haben selber gemerkt in Norwegen, uns ist das Gas ausgegangen und wir mussten eine Riesenstrecke zurücklegen, um überhaupt den passenden Gasanbieter zu finden, der unsere Adapter hatte. Das ist ein Problem in Europa, ne? Also das ist uns natürlich bekannt und das ist ein Hintergrundgedanke gewesen, dass man so möglichst wenig verschiedene Betriebsstoffe braucht, ne, für die Reise. Genau, das ist ein Riesenvorteil in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, das sonst. Ansonsten haben wir außenrum eben diese stabilen Alukalotten drauf mit Aluwinkel, die miteinander verklebt sind und nochmal von außen abgedichtet, sodass man auch da lange Ruhe hat. Also man darf auch mal an einem Waldstück langfahren und irgendwo anecken, ohne dass irgendwo... Also das hält eben Aluminium 2 mm stark, das hält einiges ab. Ne? Ja. Und selbst wenn man da jetzt so eine Ecke mal kaputt oder abfährt, lässt es sich gut wieder reparieren. Ne? Also das ist so der Hintergedanke und alles arbeitet ein bisschen mit durch diese Kalotten. Haben wir da die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben natürlich viel probiert und auch viel getestet, bis wir gesagt haben, das ist jetzt unser System. Damit kommen wir auf den Markt. Und da sind wir jetzt seit 2012 mit diesem Kabinenbau explizit und haben da gute Erfahrungen mit. Ne? So, nun kommen wir zum Highlight eurer Cabs. Genau. Der BC4000 Viking. Richtig. Hier haben wir tatsächlich jetzt nochmal einen draufgelegt und gesagt, wir wollen auch wieder am Pickup so wenig wie möglich verändern. Deswegen Heckklappe bleibt dran. Es muss nicht aufgelastet werden, kann. Und wir haben hier eine Kabine mit einem seitlichen Einstieg mit einem großen Badezimmer drin. Daher haben wir die Möglichkeit durch den Seitenanstieg auch am Heck Fahrradträger, Ersatzkanister, Treppenhalterung, alles anzubringen. Und haben hier die schöne gemütliche Seite mit der Markise, dass man hier sitzen kann und sich Wir hatten ja schon die BC140 vorgestellt. Mhm. Im Gegensatz zu der BC140 ist das aber schon enormer Größenzuwachs. Also hier sind wir fast 1,20 Meter länger. Wir können ja vielleicht noch einmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die BC140 haben wir ja noch stehen. Vielleicht willst du einmal rüberschwanken, dass man einfach mal sieht, wie der Unterschied von der Größe ist. Genau. Also wie gesagt, die kurze Kabine, die endet hier, ne? Die ist bis hierhin und der Rest, der ist jetzt hier angebaut. Das ist der große Unterschied, dass wir sagen, Mensch, Heckklappe, hier bleibt es auf, hier gehen wir bis über die Heckklappe raus. Dadurch, dass wir die Rückleuchten verdecken, haben wir hinten eine neue Beleuchtung angebracht, sodass wir auch verkehrstüchtig sind. Und durch den Seiteneinstieg kann man hier an der Seite an seinem Campingmobil sitzen. Und das Schöne ist, es ist wirklich ein vollwertiges Reisemobil. Ne? Es ist alles drin, Dusche, Toilette. Genau, wir verbauen hauptsächlich Trenntoiletten hier drin, weil sie eben wenig Wasser verbrauchen, bis gar kein Wasser. Können auch Chemietoiletten oder Porta-Potties oder was auch immer verbauen. Hier ist aber tatsächlich die Trenntoilette eigentlich das Nonplusultra, was für dieses Reisen das Effektivste ist. Mit dem getrennten Badezimmer haben wir eben die Möglichkeit, auch eine Außendusche anzubringen, optional. Dann geht man eben mit dem Außenduschenhahn an die andere Seite. Zack, hast du die Dusche draußen. Wenn man drinnen duschen will, haben wir hier den Raum. Außendusche immer sehr interessant für Hundebesitzer. Wenn man gerade irgendwo am Meer war, der Hund kam aus dem Salzwasser, hat sich schön eingesaut. Und bevor man ihn in die Bude holt. Ne? Genau, kann man einmal abwaschen und abbrausen. Ja, richtig. Ja, ansonsten ist die Treppe ganz schnell angebaut. Ne, die hängt am Heck. Innerhalb von 5 Minuten haben sie hier aufgebaut. Und dann geht's rein hier in unsere gemütliche mit dem Auf- und Abbau müssen wir da noch was sagen. Das hatten wir in dem ersten Video schon von der Firmenvorstellung. Genau. Die Kabine ist ja innerhalb von 15 Minuten absetzbar und wieder aufgesetzt. Das sind ja hier die Stützenaufnahmen. Ne? Stützenaufnahmen und dann wird das hier mit Spanngurten befestigt. Ne? Genau. Die Spanngurte, die können eben von der Innenseite der Kabine haben wir Service-Luken. Die werden geöffnet und dann kann man von innen an die Spanngurte ran.
zum Lösen der Spanngurte oder eben zum Fixieren der Kabine wieder. Genau, das hatten wir auch schon in dem ersten Video einmal ein bisschen erklärt. Schaut euch gerne das erste Video an, da gehen wir ein bisschen näher auf die Befestigung und so ein. Genau. Ich denke jetzt... Auch in folgenden Videos zeigen wir gerne, wie das Auf- und Abladen funktioniert. Sehr gerne. Ja, dann kommen wir hier mal rein. Ich setze mich wieder hier auf meine Seite. Hier ist aber geräumig drin, im Gegensatz zu der kleinen Kabine. Hier sieht man schon, dass wir deutlich mehr am Innenraum gewonnen haben. Ne? Ja. Also auch die Küche ist um einiges länger geworden. Hier haben wir, in diesem Fall haben wir zwei große Schubkästen für allen Krams, auch mit Unterteilungen, je nachdem, was man so mitführen möchte. Die Küche haben wir in den folgenden Versionen erweitert. Das heißt, wir haben hier eine Klappablage und der Kocher ist in oder unter der Ablage verschwunden, wenn wir ihn nicht benutzen. So dass man die komplette Ablage nutzen kann als Arbeitsfläche. Das Waschbecken auch wieder üppig groß dimensioniert, so dass man die Küche wirklich auch zum Gesichtwaschen, zum Abwaschen alles vernünftig nutzen kann. Wie viel Frischwasser haben wir hier in dieser Kabine? Hier führen wir 50 Liter Tank mit. Wenn man die Heizung noch befüllt, dann kommen wir auf bis zu 75 Liter Frischwasser, die man mitführt. Da wir hier eine große Dieselheizung haben, die 15 Liter Heißwasser produzieren kann oder einen Wasserboiler hat, ja, summiert sich das eben, ne? mit den ganzen Leitungen und mit dem Boiler. Und auch wieder dieselbetrieben. Ne? Wir sind hier auch wieder komplett nur mit Diesel und mit ein bisschen Spiritus können wir hier kochen, heizen. Und durch den Strom haben wir Licht und Kühlung für den Kühlschrank. Dieselheizung, man kann es immer wieder ansprechen, man ist komplett unabhängig von irgendwelchen Gasanschlüssen im Ausland. Diesel gibt es überall, also mit der Dieselleitung. Dieselheizung ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja, uns hat auch viel oder mir selber viel daran gelegen, dass also die Gefahr ein bisschen rausnehmen. Ne? Also Gasanlagen ist immer ein Drucksystem und ein Drucksystem ist immer mit Gefahren behaftet. Und das wollten wir hier einfach rausnehmen. Plus dann natürlich, dass man überall auf der Welt Diesel kriegt, ne? Dass wir da keine Probleme haben. Ja. Und das ist eine Kabine zum Reisen. Also man ist ja uneingeschränkt von den Möglichkeiten und Wegen in dem Sinne. Richtig. Auch die Hängeschränke haben wir hier deutlich größer ausgeführt. Ne? Hier haben wir deutlich mehr Platz in den Hängeschränken oben schon drin. Mit dem Bett, das ist aber identisch, ne? Genau. Also man kann es hier nur etwas erweitern. Das wird wieder ausgezogen, dann haben wir wieder unsere 2 Meter mal 1,60 Meter Liegefläche. Ja. Das hat sich als riesig bewahrheitet, ne? Dann haben wir jetzt oder entwickeln jetzt gerade noch für gewisse Fahrten eine kleine Trennwand, die reinsteckbar und raussteckbar ist, die Schall schlucken soll, weil wir doch einige Schnarchprobleme hatten. und da fragten uns viele Kunden nach, wo wir jetzt tatsächlich so ein geräuschschluckende Trennwand für bauen. Also seid ihr für alle individuellen Geschichten offen? Ideen, ja. Ideen. Ich sehe auf einer Seite ein Seitenfenster. Wenn der Kunde ein linkes Fenster wünscht, ist das auch realisierbar? Genau. Also in der Grundausstattung haben wir immer das große Fenster, das hinter mir und da vorne rechts ein Fenster drin. Als zusätzliches Fenster bieten wir natürlich auch links eins an und das Fenster, was hier in der Tür verbaut ist, ist praktisch auch ein Zubehör. Genau. Alle Fenster sind natürlich mit einem Verdunklungsrollo und einem Mückenschutznetz ausgerüstet, genauso wie auch die große Dachluke, die wir auch immer serienmäßig drin haben. Genau. Achso, das ist seitlich drücken die beiden Knöpfe. Achso, dann. Genau. So, und wenn es jetzt wieder rechts und links knipst, dann kommt das Mückennetz runter. Richtig. Okay, es macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Ja, das sind die Dometic-Size-Fenster, ne, ja. Wo wir gute Erfahrungen mit haben. Ja, und auch hier wieder vernünftige Verschlüsse, ne, die man vernünftig aus einem hochwertigen Möbelbau kennt. Genauso wie die Klappenaufsteller. Auch unsere 12-Volt-Lampen sind hier oben wieder mit 2 Helligkeitsstufen und jeweils 2 USB-Ladestationen, dass man sein Handy da wieder vernünftig laden kann. Hier haben wir noch so eine Gummis angebracht, damit das auch im härteren Einsatz da oben drinnen bleibt, was da drinnen bleiben soll. Ne? Deckenbeleuchtung haben wir auch wieder mit Verkleidung gelöst, auch da, dass man einfach immer wieder an die Kanäle ran kann. Wir haben viel Erfahrung auch mit in der Decke verlegte Kabel und schon gesammelt und sind einfach der Meinung, dass wenn man die Kabel aufputzt, unter einer Verkleidung legt, immer wieder rankommt. Eine Frage mal für uns jetzt intern. Die Kabel, die habt ihr... Achso, das ist... Das ist eine Holzplatte, wo wir quasi einen Kabelkanal eingefräst haben. Ja. Das ist von innen hohl. Und damit kommt man eben immer wieder ran auch. Ne? Wenn wir die Verkleidung abnehmen, dann kommt man schön an die ganzen Kabel, kann wieder neue verlegen, kann noch was zusätzlich machen oder was auch immer. Noch einen Scheinwerfer oder noch eine Deckenleuchte zubauen. Also ich kann immer nur wieder sagen, wie hochwertig dieses ganze Material und dieser ganze Aufbau konstruiert ist. Also das ist wirklich rustikal. Es hält. Man kann es einfach anpacken und es... Funktioniert, ne? Also funktioniert und man kriegt es nicht.
Nee, wir haben hier eben vernünftige 2 mm ABS-Sicherheitskanten, heißt das. Was, wie gesagt, eigentlich aus dem Verkaufswagensektor kommt. Und da muss es nun jeden Tag Arbeit aufhalten. Und so ist es hier dann eben auch. Ne? Also, wir hatten halt ja mal bei unserem Fahrzeug das Problem, dass einige Sachen so ein bisschen bei leichter Beanspruchung ein bisschen kaputt gegangen sind. Mhm. Wir sind jetzt wirklich sehr vorsichtig mit dem Fahrzeug. Uns wurde auch schon oft gesagt, das ist normal im Reisemobilgewerbe und so weiter. Die Sachen, die werden so verbaut. Aber wenn ich jetzt hier drinnen sitze und packiere die Materialien an und die Schränke und so weiter, dann merkt man aber schon, dass das materialtechnisch eine ganz andere Hausnummer ist. Das ist eben, wir kommen oder sind seit 30 Jahren hier und bauen seit 30 Jahren Fahrzeuge oder Fahrzeuginnenausbauten mit diversen Fahrzeugherstellern, aber auch eigene Sachen. Und da haben wir einfach unsere Systeme aufgebaut, unsere Beschichtungen und sind deswegen immer noch hier gut am Markt. Also viele, viele Fahrzeugbauer bauen auf unsere Möbel und fahren damit meist gut. Ja. Also ja, hier braucht man wirklich eine Kabine für den langen Einsatz und langlebigen Einsatz. Genau. Also wir haben tatsächlich auch hier den großen Kühlschrank eingesetzt. Hier haben wir 80 Liter, dass wir lange was mitführen können. Dann haben wir hier unsere Truma D6E verbaut. Mit einem 15 Liter Warmwasserboiler. Unterhalb haben wir noch ein paar Stauräume und unseren allzeit beliebten Scotty Grill, die wir auch immer mitführen hier und ja, damit immer gerne grillen draußen. Dann haben wir hier unter den Sitzbänken auch wieder jede Menge Stauraum. In der Bodenstufe ist der große Wassertank verbaut, so schön weit nach vorne und nach unten, wie es geht. Ja, und auch die gesamte Technik, ne? Also Batterie, Strom. Das heißt, hier drunter haben wir jetzt noch ein kleines Staufach. Der Rest ist mit Technik gefüllt. Da sieht man auch noch so eine Service-Luke, wo man dann eben auch nach außen kommt im Fahrzeug, wo man an die Spanngurte rankommt. Und auch da kann man natürlich mit wasserdichten Säcken noch den Hohlraum zwischen Fahrzeug, zwischen Kabine und zwischen Ladebordwand vom Pickup nutzen. So haben wir auch viele Kunden, die das mitmachen. Also es ist hier alles sehr aufgeräumt, das muss man wirklich sagen. Auch wenn man jetzt mal den Eingang an der Tür guckt mit den Kleiderhaken und so, da die Jacken hängen nicht im Weg, es ist wirklich sehr aufgeräumt. Genau, wir haben da unten so ein schräges Brett angebracht, da stecken immer die Schuhe oder die Latschen hinter, dass die auch fest sind. Dann haben wir da noch so einen Durchwurf für einen Schirm oder irgendwas, was immer alles länger ist, was sich auch sehr bewährt hat. Ne? Dann kommen wir zu einem weiteren Highlight, also auch hier der Durchgang, alles ist so ein bisschen schon nach Platz orientiert, so dass man noch genug Platz hat, um die Tür komplett zu wenden. Man kann hier stehen durchgehen, aber man hat auch Platz für ein Bad und vernünftige Toilette und nicht so ein ganz gedrungenes Ding, wo man eben die Knie irgendwie an die Tür stößt. Da muss ich sagen, hätte ich nie mit gerechnet, dass man auf dieser Toilette mit langen Beinen sitzen kann. Also diese Toilette hat wirklich mehr als ausreichend Platz. Da war mir auch lange dran gelegen. Also ich habe viel probiert und gemessen, damit wir gesagt haben, so, da kann ich vernünftig sitzen. Also da kann man morgens in alle Runde Zeitung mit rein. Ja. Und zum Duschen geht es eben auch. Dann muss man eben hinterher die Toilette und alles ein bisschen sauber machen. Oder wir haben auch schon einen Duschvorhang vorgebracht, dass man den einfach über die Toilette zieht. Der Ablauf führt hier direkt nach draußen. Das heißt, wenn man duscht, stellt man sich draußen einfach einen Kanister unter und fängt das auf und entsorgt. Oder parkt halt über den Gulli, wo es dann auch mit dem Grauwasser erlaubt ist. Ne? Einfach um zu verhindern, dass wir noch mehr Aufbauhöhe und alles verlieren, da die Dusche tatsächlich für den direkten Einsatz so gedacht ist. Ja, ne? Und weil wir nur ein Waschbecken haben wollten, beziehungsweise auch hier wieder die Wassersparoption und Gewicht, haben wir dieses große Waschbecken eben hier angebracht mit dem Spiegel auf der Tür, dass das Badezimmer oder das Waschbecken fürs Badezimmer auch nach außen verlegt wird. So spart man eben wieder viel Platz oder auch irgendwelche Klappmechanismen für ein Klappwaschbecken, wo man dann einfach immer irgendwie, habe ich noch nichts Vernünftiges in einer kleinen, leichten Version gekannt oder hergestellt. Wo wir gesagt haben, das ist unsere Lösung und damit fahren wir so ganz gut. Meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Also, was soll man mit zwei Waschbecken, wenn man schon direkt ist ja mehr Gewicht, mehr Platz. So ist es. Also das ist einfach effektiver. Also genau. Für diese Art Reisemobile. Natürlich kennen wir auch alles andere, aber ich denke mal, hier ist es einfach auf die Spitze getrieben, mit dem, was man hier hat, vernünftig reisen zu können und das Auto nicht zu doll zu belasten. Ne? Ja. Dann haben wir noch entwickelt unseren Teufel-Boxenhalter, weil wir für Teufel wir haben ein Arrangement mit Teufel angefangen und vertreiben auch die Teufel-Lautsprecher mit einer Halterung, die wir entwickelt haben. Wenn mich das nicht irrt, ist das die Rockstar Cross?
Das ist die Rockstar Go. Rockstar Go. Genau. Okay. Und auch hier haben wir das so entwickelt, dass man eben mit wenigen Handgriffen das Go in die Realität umsetzt. Die nehmen wir mit raus, nehmen wir irgendwo mit an den Strand, wo auch immer. Oder wir haben hier drin unsere Musik. Ne? Wo auch immer, wir benutzen sie gerne. Und bieten sie auch gerne mit an. Also jeder, der da irgendwie Teufel kennt, weiß, dass Teufel da vernünftige Arbeit macht. Und so klingt das hier in der kleinen Kabine auch. Ja. Ja, ansonsten, ja, Bett wieder ausziehbar, Tisch ist verstellbar, da haben wir immer so unsere Serienreife. Hier so ein paar Gummibänder immer, dass es geschützt ist. USB-Ladestation für den Lautsprecher. Und auch hier läuft wieder alles über den Akku, über die Solaranlage oder halt übers Auto. Wenn wir das Auto anmachen, wird es auch geladen gegenseitig. Genau. Es ist so genial, wie viel Platz auf der Schüssel ist. Also eigentlich wollten wir jetzt ein anderes Thema ansprechen, aber darf ich einmal die Tür zumachen? Ja. Also wenn man zu zweit reist oder zu zweit am Reisen ist, dann ist das ja schon super Rückzug. Also man könnte sogar zu zweit hier drin stehen, wobei das natürlich nicht viel Sinn macht, aber doch, also das ist eben auch mir wichtig gewesen bei der Konstruktion, dass man hier ein bisschen atmen kann und auch ein bisschen sich entspannen kann. Ne? Ja, man hat es oft in den Reisemobilen, dass man wirklich auf dem kleinsten Raum die Toiletten hat. Mal hat man die Tür am Knie, mal hat man... Also irgendwo zwickt's und klemmt's irgendwie immer, ne? Da, genau. Ja. Wir sitzen ja, beziehungsweise du sitzt gerade auf dem Klo, aber wir sind ja noch mit in der Dusche. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen seriöser hier. Das Material hier, das ist Wasser konstant abweisend. Gibt es da Probleme mit dem? Also für diesen, wir sind ja immer oder ziemlich innovativ und versuchen immer neue Materialien zu finden und zu testen, zu probieren. Genauso wie hier haben wir diesen Duschboden oder diese Applikation und auch dieses Wandregal hier. Aus einem sogar salz- oder seewasserfesten Material, was ziemlich leicht ist und extrem widerstandsfähig ist, gefertigt. Was zu 100% recycelbar ist, das wird aus der Schale vom Reiskorn hergestellt, sodass man wirklich einen geschlossenen Kreislauf geschaffen hat. Das hier haben. Alles, was wir an Abfällen von diesem Material haben, schicken wir zur Herstellerfirma wieder zurück und wird wieder zu 100% neuer Platte. Dass wir sagen können, Mensch, jetzt haben wir hier mal was gefunden. Wir sind da immer mehr oder benutzen auch immer mehr. Also alles, was irgendwie anfällig für Wasser sein könnte, wird da draus bei uns immer mehr gefertigt. Sodass wir da keine Probleme mehr mit irgendwelchen Quellungen oder sonst was haben. Und man denkt etwas an die Umwelt. Ja, naja, nachhaltig. Ne, das ist so, genauso versuchen wir mal irgendwie alles einfließen zu lassen. Sehr gut hier auch die Handtuchhalter. Genau. Die fehlen auch sehr oft in so einem... Wir haben hier einen Warmluftaufströmer extra im Badezimmer. Weil wir, viele Kunden oder auch selber, die nassen Sachen meinetwegen beim Skifahren oder sowas hier reinhängen. Wir bauen auch oft noch eine ausziehbare Kleiderstange hier rein, dass man hier die nassen Sachen reinhängt. Dann können die hier schön mit der Heizung angetrocknet werden. Alles, was runterfließt, läuft ab, fertig. Ne? Also, dass es eigentlich als Kleiderschrank auch noch genutzt werden kann, wenn man die Toilette gerade nicht benutzen muss. Ein sehr gut durchdachtes System. Ja, wir haben versucht, an alles zu denken hier irgendwie. Und wie gesagt, es ist für uns selber entwickelt und wir selber reisen damit. Also es sind Kleinigkeiten, die sofort ins Auge fallen, die wirklich gut sind. Wenn man reinkommt, man hat eine Ablage für die Schuhe, man kann die Jacken unterbringen, Problem gelöst. Regenschirmhalter sehe ich hier auch gerade. Genau. Das sind Sachen, die hat man eigentlich immer in der Tür liegen und die liegen einem irgendwo vor die Füße. Genau, das die ist eine sehr gute Sache auf jeden Fall. So ist gedacht. Auch die Kurbel für die Markise ist da gleich wieder mit angebracht, dass man auch alles griffbereit aus der Tür heraus hat. Oft verbauen wir auch an der Tür selber noch eine zusätzliche Klappablage, dass man, wenn man die Tür zu hat, hier neben der Küche noch eine Verbreiterung der Küchenablage kriegt, weil sich das auch als Nutz oder als nützlich bewährt hat. Genauso wie Spiegel oder ob es ein größerer Spiegel ist, da sind wir immer relativ, ja, wobei die Größe sich auch als völlig ausreichend erwiesen hat. Ne? Auf jeden Fall. Auch hier oben haben wir wieder die Applikationen, die eben die Kabel und alles abdecken, dass auch da man noch immer mal wieder ran kann und es ist nichts in der Decke verlegt, wo man nie wieder rankommt. Ne? Die Deckenleuchten, die haben auch ein wirklich sehr schickes Design. Also die Farbabstimmung und so weiter, die ist wirklich gut durchdacht. Mit dem hellen Holzdekor und den dunklen Ablagendekor passend zu den Polstern, sowas habe ich versucht, da eben so ein modernes, also etwas, helles... Genau, moderner gestaltet. Genau. Es hat nicht diesen Wohnmobilcharakter, den man sonst oft kennt. Nee. Das ansonsten, ja, 230 Volt Steckdosen haben wir hier immer zwei Stück serienmäßig verbaut. Die funktionieren nur, wenn man 230 Volt Landstrom dran hat.
Ansonsten haben wir eben 8 USB-Steckdosen hier drin. Habt ihr schon mal optionalen Wechselrichter und so mit eingebaut? Auch, also machen wir auch auf Kundenwunsch, wenn das gewünscht ist. Wobei sich auch da das meiste mit der USB-Steckdose als ausreichend erwiesen hat. In der Regel genau. Ist es, ja. Haben wir aber auch Kunden, wenn sie gerne oder einen größeren Akku haben wollen oder sonst was, da sind wir für alle Ideen immer offen. Wo wir gerade bei dem Thema Akku sind, die Technikgeschichte. Ich verpflanze mich mal wieder hier auf meinem Platz. Ja. Genau. Genau. Ich sehe hier das Truma-Bedienpanel. Truma-Heizung ist verbaut. Genau. Wir haben die Truma D6e, wo natürlich hier das Display für ist, womit man das warme Wasser oder eben die warme Luft erzeugen kann. Dann haben wir unser Votronic-Display, wo eben tatsächlich Bordbatterie angezeigt wird. Jetzt im Moment verbrauchen wir 2,4 Ampere mit der Beleuchtung hauptsächlich. Der Kühlschrank ist momentan nicht an. Dann haben wir eben Wasser, 50 Liter, wie gesagt, sind jetzt noch 81% irgendwas drin. Grauwassertank haben wir ja hier drinnen nicht, sondern unterm Auto oder in dem Unterschrank 12 Liter Grauwasser fürs Waschbecken direkt Ablauf, sodass wir da immer so ein bisschen flexibel haben. Dann haben wir Innenraumtemperatur, Außentemperatur, die Solargeschichte, was die dann lädt, wenn die Sonne scheint. Und die Wasserpumpe können wir an- und ausschalten, dass eben, wenn mal irgendwo ein Schlauch reißt oder bricht oder irgendwas kaputt geht, nicht die Pumpe durchläuft, bis der Tank leer ist, sondern nur an ist, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Und den Hauptschalter, um komplett die Komplettversorgung abzuschalten hier. Das ist dann noch für unseren Dieseltank. Die schalten wir über den dritten Schalter an. Dann sehen wir, wie viel Diesel noch im Tank ist und wie lange wir noch wieder warme Luft und warmes Wasser haben. Die anderen Knöpfe sind individuell belegbar oder haben die alle schon eine Funktion? Ja, also das ist hier Badezimmerbeleuchtung, Hauptraumbeleuchtung. Okay. Und der hier unten ist noch frei. Da machen wir oft, wenn es noch eine Außenlampe sein soll oder sonst was, wird die damit aufgelegt. Da sind wir noch frei in der Verwendung. Ja, wie gesagt, Kühlschrank, große Heizung hier drin, die wirklich lange reicht. Die Heizung hat eben hier zwei Ausströme in den Hauptraum, einen im Badezimmer und hier unten unter der Bank nochmal, dass auch da, auch wenn das Bett ausgezogen wird, wandert die warme Luft eben schön unter dem Bett hoch, ne, sodass man überall eine schöne Verteilung hat. Ja, also jetzt haben wir immer so eine Aufdopplung an den Türen. Erstmal als Verstärkung und zweitens, weil es einfach als Stauraum sich bewährt hat. Ne? Wir haben hier immer irgendwas dran. Ne? Meistens schraubt man hier auch noch irgendwelche Haken ran oder ein paar Gummibänder, um dann noch was hinter zu stopfen. So wird es von uns hier erstmal angefertigt. Das stabilisiert die Tür unheimlich und es hat einen hohen Nutzen, ne, fürs Reisen, für alles Mögliche. Meistens habe ich hier auch die Außendusche drin, ne? Weil wenn wir unterwegs sind, duschen wir 90% immer draußen anstatt drinnen. Da wir doch immer wild stehen. Ne? Da kann ich euch mal eben zeigen, wie wir die auf der anderen Seite anbringen. Da haben wir hier unseren Außenduschanschluss. Da wird die einfach eingesteckt und zack, haben wir draußen zum Stehen. Dann entwickeln wir gerade noch eine Aufnahme. Hier wird noch was eingesteckt, dass wir dann quasi hier noch so einen kleinen Sichtschutz haben und die Dusche auch reinhängen können. Das heißt, man kann mit der Dusche auch direkt hier die Temperatur einstellen von dem... Genau, wir haben Warm- und Kaltversteller, Pumpe an und aus und damit geht es dann hier draußen los. Egal, ob sich oder den Hund. Hier lässt sich alles sauber machen. Macht das auf jeden Fall Sinn. Genau. Ja, ansonsten haben wir hier dann noch die Außenstromeinspeisung, ganz normal, herkömmlich, wie man es kennt. Mit dem CDE-Stecker. Den wir hier, wenn man im Dunkeln steht, tatsächlich einfach einstecken. Dann lädt das Ladegerät automatisch eben die Batterie von der Kabine sowie auch das Auto. Also alles wird erhalten und gepflegt. Gerade so. Wenn man länger im Dunkeln irgendwo steht. Ne? Ansonsten macht das die Solaranlage mit 220 Watt auch schon ganz gut. Die Kabine sitzt ja jetzt gerade auf einem Double Cab Navara. Habt ihr auch eine passende Variante für die Single Cabs? Also die Viking-Kabine passt auf alle europäischen Doppelkabinen-Pickups. Man kann sie auch auf dem 1,5er nehmen, dann hat man hier vor halt so 20 bis 30 cm Platz. Dann bieten wir die Option, dass man von innen noch eine Luke hat, um den Platz davor zu nutzen. Aber ab Mitte diesen Jahres werden wir die Viking-Kabine auch für 1,5-Kabiner anbieten. Dann ist die hier noch ein Stückchen länger. Das heißt, der Innenraum wird noch ein bisschen größer. Da planen wir gerade dran und sind jetzt in der Vorbereitung und werden so ab Mitte des Jahres die ersten Kabinen bauen für den 1,5-Kabiner. Und wenn man so eine Kabine, so wie sie hier jetzt hat, auf einem Single Cab oder auf einem Halbkabine aufbauen würde, dann wäre das auch problemlos möglich, so wie genau, wir es gerade. Genau. Also die haben sogar noch einen Ticken mehr
mehr Gewicht zum Zuladen, weil es eben ein bisschen kürzer ist. Deswegen, das funktioniert soweit alles. Man hat eben bloß einfach da vorne Stauraum, der nicht oder schlecht genutzt werden kann. Ist der einfache Hintergedanke, dass man sagt, jetzt machen wir es noch ein bisschen länger. Haben wir drin den Stauraum und nicht draußen und können das besser nutzen. Ne? Das wird jetzt gerade vorbereitet und ich sag mal so, ab Mitte des Jahres wird es passieren. Dann haben wir meistens hier draußen noch diese Airline-Schienen, auch da immer. Ja, also diese Schienen so sind immer im Standard. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, ich will noch welche aufrecht haben oder noch welche zusätzlich haben. Auch das kriegen wir alles hin, machen auch hier eine Kederschiene rein, wenn man lieber einen Tarp reinziehen will. Hier verbauen wir oft, ich sag mal, Sandbleche drauf. Manche lassen sich auch einen Tisch bauen, wie also auch immer. Komplett individuell nutzbar. Eine Airline-Schiene ist ja dafür da, dass einfach alles angebracht werden kann. Ich sehe gerade die Dachträger, die haben jetzt nichts mit der Kabine zu tun, die sind einfach jetzt... Nee, das ist ja auch vom Modell zu Modell unterschiedlich. Also wir haben jetzt hier unter der Kabine 4 cm untergelegt, damit wir den Freiraum hier kriegen. Wenn der Dachgepäckträger abgeht, dann können wir natürlich die 4 cm noch runter, dass wir hier auch wieder den Abstand haben. Bei den neueren Navaras ist eben der Bügel sehr viel kleiner, deswegen brauchen wir da auch nichts unterlegen. Genau, also einmal fürs Video interessant, weil es sieht auf dem Video so wahrscheinlich so aus, als wenn das irgendwie dazugehört, aber das ist komplett unabhängig jetzt von der Kabine mit dem Bügel. Richtig. Mir ist gerade was aufgefallen. Ihr habt hinten einen Fahrradträger verbaut. Genau, wir haben den Fahrradträger als Zubehör, da wir ja diese Airline-Schienen immer als Standard oben und unten anbauen. Haben wir einen Fahrradträger entwickelt, den man eben mit 2 Schrauben wechseln kann, aushängen kann. Und so bleibt man dann auch wieder flexibel, wenn man den Fahrradträger nicht Das heißt, ihr wollt jetzt ein Wochenende nicht Fahrrad fahren, sondern ihr wollt wirklich weit, weit, weit ins tiefe Gelände, braucht Zusatzkanister und so weiter. Dazu gibt es eine Lösung. Genau, sind wir für sämtliches Sonderzubehör sind wir natürlich irgendwie immer Ohr. Bauen und produzieren hier alles, was irgendwie fällt. Da haben wir hier schon ein bisschen was gerade in der Vorbereitung. Da wir demnächst eine 2-wöchige Offroad-Tour in den hohen Norden vorhaben, fertigen wir uns hier gerade eine Staubox an, die nachher schön wasser- und luftdicht ist für Schneeketten, für Bergewerkzeug, für alles Mögliche. Und nochmal für 2 20 Liter Zusatzkanister, die hinten angebracht wird. Ja, auch hier das Aluminium oder die Kiste, die bauen wir hier tatsächlich komplett selber, weil es nichts Passendes für uns oder für unsere Anforderungen gibt. Auch da sind wir immer kundenindividuell offen. Also wenn ein Kunde einen Ersatzreifen haben möchte, bekommt er einen Ersatzreifen. Ansonsten, lassen wir uns was einfallen. Was geht, machen wir. Auch hier kommt nachher noch ein großer Wagenheber mit dran. Dann brauchen wir natürlich immer noch eine Axt, wenn wir da irgendwo tiefer unterwegs sind. Das wird hier alles noch integriert. So dass man da auch da wieder völlig frei und autark ist. Wie einfach ist es mit dem Wechseln? Klar sind diese Schienen. Genau, also hier haben wir schon angefangen, die Vorhängung. Also hier werden wir nachher 6 Schrauben lösen, einfach mit der Knarre. Ja. Und dann hat man den ganzen Trägerkran abnehmen oder wieder ransetzen. Und hier ist es eben bei den Airline-Schienen so, dass die in der Rückwand mit Einlagen verbunden sind und verklebt sind, sodass wir da auch recht hohe Lasten abfangen können in unserer Kabinenrückwand. Sehr schön, also komplett individuell nutzbar. Der Reiter bekommt seine Pferdesachen untergebracht, der Motocrosser seine Kombos und Helme. Richtig, genau. Und der Wanderer oder der Skifahrer seine Skier, wie auch immer. Also wir sind da wirklich ganz breit. Ja, wir flexibel haben Surfer, einsetzbar. Wir haben auch oben die Option, Dachgepäckträger noch mit aufzubauen, eine Ausziehleiter mit rauszunehmen, dann, dass man seine Surfbretter oben aufs Dach lagern kann. Also wir haben tatsächlich schon einiges möglich gemacht und sind da immer offen für Kundenwünsche. Auch als Leerkabine. Also wir haben tatsächlich einige Kunden, die sich die Kabine auch selber ausbauen wollen. Dann stellen wir auch die Kabine als Leerkabine fertig. Dann gibt es eben eine Tür und die Serviceluken mit drin und die Fixierpunkte. Und den Rest kann der Kunde dann völlig selbst für sich machen. Sehr interessant. Ja. Da kommen wieder die Tüftler ans Werk dann. Ja. Ob jeder es denn so umgesetzt werden kann, sei dahingestellt. Also das ist wirklich, wenn man da reingeht, sehr gut und fast perfekt, für uns perfekt gelöst. Also wenn man das jetzt so sieht, also mehr braucht man nicht. Vielen Dank, zum Reisen, also es ist wirklich... Na, wie gesagt, ich habe 2012 sowas angefangen, so mit der Kabinenidee und immer weiterentwickelt. Wir kommen aus dem Fahrzeugbau, machen das seit 30 Jahren und da kam das so Stück für Stück her. Und weil ich es für mich selber entwickelt habe, habe ich natürlich da auch sehr viel mehr Energie reingesteckt, als wenn es eben nur... in Anführungszeichen eben auf dem Markt verkaufen geht. Und dann es ist schon sehr gut durchdacht. Also da kommt man wirklich ins Liebäugeln, muss man schon sagen. Da hätte, also da kommt direkt die Lust auf, selber mal ins Auto zu steigen und wirklich mal rein ins Gelände zu... Loszufahren, ne? Also wir haben deswegen auf der kleinen Kabine steht es drauf,
einfach drauf und los. Ne? Einfach drauf und los, ja. So, vielleicht das ist es. Also deswegen haben wir auch unser Slogan, ne? Bibertec, Freiheit erfahren. Das ist so das, was uns da, das Herzblut da drin steckt und wie wir es so erleben.